herzlich willkommen bei den Doppelstromern. Herzlich willkommen im Stadtradeln und hier beim Krücki. Wir sind heute hier wieder unterwegs und der Uwe ist heute der Guide. Erzähl mal so ein bisschen. Ja, die Aufgabe war, eine Jedermann-Tour zu planen. Wir sind bei grob 50 Kilometer. Wir gehen über den Unterbacher See an der A46 lang, dann zum Schloss Eller. Und da geht es dann, probieren wir auf den Grün durch Düsseldorf Süden zu kommen. Dann die Brücke zu gehen. Ja. Dann geht es am Rhein runter, über Hinnegeister Bogen. Ja. Und dann wieder zurück hier nach Rheinberg. Ja, das hört sich ja super interessant an. Und wir freuen uns auch mal eine Tour zu machen, die wirklich man fahren kann, auch wenn man nicht konditionell gut drauf ist oder auch vielleicht einen kleineren Akku hat oder so. Weil das hört sich ja jetzt wirklich an, als wenn das mit wenig Akku zu fahren ist, ne? Da sind die Jungs. Das ist eine schöne Alternative hier, um nach Hilden zu kommen. Das ist eine Straße, die quasi parallel zur Fahrradstraße geht. Bitte? Genau, wir kommen gleich noch am Sportplatz vorbei. Aber das ist jetzt hier keine Fahrradstraße, aber die ist sehr ruhig, weil die öfter mal unterbrochen ist und für den Autoverkehr nicht durchgängig ist. Da hinten sehen wir schon die Pöller. Suchen wir uns mal einen aus. Ach, der will schon direkt hier rein. Der will schon direkt hier rein, so. Ja, der hat den Regenrad da an. Wir fahren jetzt mit dem Regenrad da um jede Wolke rum. Ja. Das wird auch mal eine Challenge. Jetzt kommen wir ans erste Stück, wo wir dreckig werden. War auch kein Meckern. Ach, das ist doch hier wieder Kaserne, ne? Kaserne in Hahn. Aufpassen, das ist hier so ein bisschen verschnörkelt. Pöller! Jo, wir biegen endlich mal ab. So eine Wetterhütte. Und es wird wieder kerzengerade gehen hier. Bitte? Doch, Navi geht ja. Also, es lebe Komoot. Ich habe die Tour nicht geplant und den Weg trotzdem gefunden.
überqueren die Autobahn, die A3, hier Richtung Düsseldorf und hier Richtung Dortmund und fahren jetzt in Richtung Unterbacher See. Kommen jetzt am Ladepark Süd aus, also so ein Auto, E-Auto-Ladepark, wo ich sogar auch mein Pedelec aufladen kann. Weil wenn alles hier so gut wäre wie hier, dann wird das in Deutschland mit der E-Mobilität besser funktionieren. Also ein wunderschöner Ladepark gleich. Habe ich aber auch schon mehrfach in den Videos gezeigt. Ah, wir werden es nicht sehen. Der ist hier geradeaus. Hat eine sehr gute Bäckerei. Vor der Pfütze rechts. Völler. Oh, rutschig. Ja, hier merkst du richtig, ist heute durchgegangen, wa? So, wir sind von der Hauptstraße weg, jetzt wieder Richtung Unterbacher See. Haben so einen kleinen Umweg gefahren wegen wahrscheinlicher Überflutung. Fahren hier aber auch durch so einen Urwald. Holzbrücke! Immer schön Schräglage fahren. Völler außerdem noch. Das müsste hier die Düssel sein, ne? Uwe. Rechts von uns müsste die Düssel sein, ne? Okay. Hoppala. Du hörst nicht mehr weit zum Unterbacher See. Ist das schon der Unterbacher See oder sind das diese anderen Seen? Ja, also rechts von uns ist Unterbach. Okay, ja genau, den meine ich, den kann man schön verwechseln. Wobei der deutlich kleiner ist, ne? Der Elbsee. Ja, hätte man sehen können, hinter den Bäumen. Schlammig. Ein bisschen Matsch muss sein.
Düsseldorfer Süden ist hier. Wir sind hier sehr nah an der Uni in Düsseldorf, also Universitätsklinik. Fahren wir hier links ab. Aha. Sind wir alle da? Ja. Ich sag mal, gucken, ob alle da sind, du. Wir haben den Durchschnitt ein wenig erhöht. Wir waren eben noch bei 17 km/h Durchschnitt. Ja, man kann ja jeder Männer auch schneller fahren lassen, ne? Haben wir keinen Jedermann dabei. Schauen wir uns das Spielchen mal von hinten. Die Gruppe. Oh, ein Feldweg. Spannend, ne? Wenn er dann irgendwo rauskommt. Ach ja, ja, hier sind wir. Okay. Ja. Okay. Stimmt, müsste es ja im Notfall auch gleich irgendwo hin, ne? Wenn man wäre, ne? Ja, 4 Kilometer. Ja. So, auch wieder in den Dreck. Ich hab das heute nicht umsonst gesagt, meinem Kollegen, du brauchst es nicht sauber zu machen. Links? Rechts? Und dann sofort wieder links. Wieder in den Park rein hier. Schön. Wenn wir jetzt noch ein bisschen besseres Wetter hätten. Aber wir wollen es beklagen. Die haben heute Regen angesagt und den haben wir nicht. Ah, was haben wir denn hier? Ein Schlösschen. Was ist das hier? Irgendein Namen oder so? Nee, ne? Schloss Ella. Ich habe irgendeine Villa verstanden. Ah. Schloss Ella. Ja, da hinten ja noch nicht. Ja, schick. Wird hier alles dazu. Ah, darf ich nicht so drauf fallen, da ist einer. Ach, hier können wir gar nicht ran. Doch, hier kommen wir durch. Bitte? Ich weiß es nicht. Haben die Kurve schon geguckt? Nee, keine Ahnung. War schön hier. Wir fahren abends, da ist sowieso wenig los hier. Das hätte auch anders sein können.
Technik. Das ist hier ein schöner Weg. Ja, so dicke Powerbank mitnehmen, ist mir das egal. Oder meiner nimmt das ja auch vom Fahrrad. Okay. Echt? Dann musst du dir so einen Halter machen, dann kannst du den auch da währenddessen laden. Ich habe jetzt hier, da wo du deinen Gepäckträger dran hast, da kann man die Schraube länger machen, dann kann man dann irgendwas hinmachen, wo du eine Tasche draufklicken kannst. Ich habe hier vorne mal dran. Ihr könnt so ein Kabel rauslegen. Ja. Sehr schön. Können wir auf jeden Fall wieder enden. Hier kommen wir wieder an dieser mächtig riesengroßen Kreuzung raus und wahrscheinlich, ja, auf der Karte sehe ich es schon, wir fahren wieder quer rüber und sind gleich wieder im relativ genauso ruhigen Park wie jetzt, nachdem wir diese Wahnsinnskreuzung überquert haben. Ja. Ja. So, jetzt sind wir hier also ziemlich an jeder gefühlten Ampel mal stehen geblieben hier. Da sind Schafe. Mäh. Zieht sich zu. Es regnet. Was? Ach, guck mal, da hinten ist hell. Wir müssen einfach nur ein bisschen schneller sein. Ich habe auch alles bei, aber ich will es nicht ausholen. Wir müssen. Die Menschen verändern sich, wie ihr seht. Alle schön gelb. Das hatten wir schon mal, ne, mit dem Gelb-Schwarz. Ja, nee, meinte ich gar nicht. Ich meinte eigentlich eher durch Gelsenkirchen gelb-schwarz durchzufahren. Das war sehr mutig. Das stimmt. Da hätte er keinen Strom gekriegt. Auch nicht bei McDonalds. Da haben wir ja Glück. Da gehe ich mit Stolz runter. Gerade an der Stadtgrenze, ist egal. Ach, wo bin ich nicht? Aber die sind schon krass, ne? Mit ihren die haben Mülleimer in Blau. Ja. Schalker sind da schon speziell. Ich weiß gar nicht, ob das da in Dortmund auch so ist. Also Richtung Stadion auf jeden Fall. Ist auch mit alles gelb dann, oder was? Auswände mit Michael Zorg und wie sie alle heißen, ja, okay. Dann gemalt und all sowas. So, also richtig, okay. Und noch nicht.
Wenn das jetzt wieder anfängt zu regnen, sind wir zu schnell, dann haben wir ihn wieder überholt, den Regen. Das kann natürlich sein. Also dafür, dass wir in der Großstadt gerade unterwegs sind, sind wir sehr grün unterwegs. Sehr, sehr viele Parks. Okay, weiß ich auch nicht, wie das wohl passiert ist. Soll ich eigentlich den Himmel da ist noch hochfahren? Oder den Schneiden? Nö, den können wir ja ruhig fahren. Der ist ja auch schöner, ne? Himmelgeisterbogen hört sich gut an. Aber eigentlich ist er hier rechts, oder nicht? Okay, aber hier ist er auch schön. Okay. Super Idee, Sohn. Gewonnen. Weil großer Lauf und Kraft als Nichtmitglied und Glück. Schnelles Auto. Der hier lang durfte. Jetzt fahren wir auf dem Fahrradweg. Sie macht dann die Routenplanung. Echt? Ja. Oh, hier ist doch schön. Das haben wir gut gemacht. Das Knackgeräusch? Boah, kannst du nicht weit gucken hier. Ist der Fernsehturm. Ja. So, jetzt ein bisschen ortskundig, wer würde ich es wissen, aber lieber auf eine Karte gucken. Einiges vom Rhein entfernt. Rhein ist ja gefühlt jetzt auf der rechten Seite. Mein, ihr macht doch hier so einen Schlenker, meine ich. Jetzt. Was ist denn für ein komisches Gerät hier? Thank you.
Rumänien. Hier war ich auch noch nie. Hier war ich noch nie. Komm rein, ja klar, alle Düsseldorfer sind vom Fernseher heute. Wir kennen uns, glaube ich. Aber ist doch gut. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass sie es schaffen. Ja. Darfst nur nicht jetzt noch unterwegs sein, wenn die gleich alle irgendwie unterwegs sind. Wann soll ich anfangen? 21 Uhr oder? Ach, so spät erst. Oder 20 Uhr. Keine Ahnung, wo ich hier bin, aber schön ist das hier. Direkt am Rhein. Ist das hier der direkte Weg, den man eigentlich andersrum zur Altstadt fährt wahrscheinlich, ne? Ja. Vielleicht ist es klar, dann müssen wir. Ja doch, ich jetzt doch. Ich glaube jetzt. Jo, hier wird es nochmal schön offen. Mal nochmal den Rhein sehen. Aber hier ist schon gesperrt, schade. Jetzt kann man hier eigentlich wunderbar reinfahren. Eine Umleitung fahren, schade. Aber gut. Guter breiter Radweg, obwohl es Umleitung ist. Sehr gut. Hier. Bye. Hier sind wir. Jetzt kommen wir an die Ja, die treffen sich. Guck mal an die Itter. Völler! Der zieht sich ein bisschen jetzt. Der zieht sich. Aber ich finde den schön. Hm.
Hier, die Inter sind wir ja auch schon mal bis zur Quelle gefahren. Den Teil kenne ich ja gar nicht, da ab, da wird hier hochzeigen. Den Teil, klar, das ist von Malkund, aber... Ja, Inter, das ist ja wirklich nach der Interteil vorbei, das kennst du noch, ne? Ja. Du hast einen Platten. Ja. Oh ja. Stopp! Stopp! Ein Platten. Ah, Scheiße. Wolltest du mal mit der Druckpumpe aus? Ja, wir haben jetzt. Der kam jetzt aber schnell. Das ist kein gutes Zeichen, wenn der schnell kam, der Platten. Das war jetzt passiert. Platten! Okay. Noch ein Stück geradeaus hier. Hier hätte man auch schon eine Möglichkeit gehabt. Hm? Das scheint ein großes Loch zu sein. Hm. Oh, nicht hören sowas. Oder hast du so einen Ersatzschlauch bei? Hätte ich, ja. Hast du den Werkzeug? Hab ich auch. Hast du schon mal gemacht mit Rolloff? Ja, bestimmt. Na klar, zu Hause habe ich die Kiste an den Markise gehängt. Ja. Inwiefern macht das Sinn? Wollen wir lieber Schlauch wechseln? Was hast du denn? Steckachse oder Fessel? Der hat ja hier schön Rolloff noch dran. Also ich habe das beim Rolloff noch nie gewechselt. Das interessiert dich jetzt, ne? Ja, aber es hat keinen Wert, oder? Wir kommen jetzt vor nee. Zum Finanzamt. Ja, dann gucken wir mal, wo wir hier einen Platz finden, wo du gut... Das können wir auch hier machen, ne? Hast du einen Schlauch, hast du auch bei? Ich hab einen Schlauch. Heute Björn hat gekauft, ich hoffe, jetzt bin ich richtig. Natürlich! Wenn er beim Biernat gekauft, ist der Schlauch immer. Jetzt noch nicht hier, oder? 1915 gebaut hier. Oh, so was siehst du nur dann, wenn du Platten hast. Dass die Brücke hier schon scheiße alt ist. Ja. Das war immer schon eine Bahnbrücke, wahrscheinlich, ne? Ich meine, gibt's da nicht, ist der hier am Putzen? Ja, jetzt wurde er mal runter beim Vorrat. Am Putzen. Ja. Komm, ich halt hoch. Dann musst du. Du musst ja hier dran, weil Elektrik, da machst du. Ich mach mal ganz aus hier, ne? Ja, das ist vielleicht gut. Weil Strom ist. Finger besser. Ist nie gut. Hier, genau, hol mal den Krempel da raus. Reifenheber. Ja. Mehr brauche ich eigentlich nicht, oder? Ja, ich doch. Reifendichtmilch da, aber ich weiß nicht, ob die da drin funktioniert. Also ich hätte sogar. Ja, nee. Das ist ein sehr dickes Loch. So, dann mach schon mal lose. Wie gesagt, da bist du jetzt mehr Profi als ich, weil Rolloff habe ich noch nie rausgemacht. Habt ihr das Loch gesehen, wo es ist? Du musst dann die Elektrik noch kappen. Und dann musst du den Riemen halt ein bisschen beiseite legen. Also quasi erstmal entspannen. Ist das von der Schaltung oder was? Ja. Mach in Ruhe, weil wenn du sowas kaputt machst, ist das teuer. Jetzt hast du schon mal aus Händlersicht wieder falsch gehandelt, ne? Nee, völlig menschlich. Ja. Mit der Klappe, ne? So, jetzt.
Jetzt sind wir drin, oder? Das haben wir schön gemacht. Gut, das Ausfall in die Hinterseite ist doch relativ egal erstmal, oder? Schnellspanner meinst du, ja? Ja. Mhm. So, ein Rennradfahrer würde sagen nein, weil wenn du dann so nah als Rennradfahrer hintereinander fährst und dann hast du so einen Rennradreifen da drin, dann, das ist dann, doof, dann machst du nichts mehr. Ja, jetzt machen wir Luft rein. Errichten kannst du den ja gleich. Wenn Olaf musst du jetzt noch nicht dran machen, die kommt später erst dran. Achso, ja, elektrisch, das mache ich gleich. So, jetzt packen wir da noch Luft rein und dann gucken wir mal. So, jetzt hat die Hose auch wieder bisschen Farbe gekriegt. Ja, ja. Ja gut, die halten bei mir sowieso nur eine Tour und dann wird, kommt die weg in der Wäsche. Aufsitzen. Ja. Nägelhilfe. Da wird von Nägeln geträumt. Wir sind in Hilden auf der Fahrerstraße, direkt an der Innenstadt von Hilden. Wir werden jetzt wahrscheinlich durch die Ohligser Heide nach Hause fahren. Das wird sicherlich der schnellste Weg sein. Wir schauen mal. Kommentare natürlich auch. Ja, wir radeln jetzt hier auf der schönen Fahrradstraße noch bis ans Ziel nach Solingen-Ohligs und sind dann fertig für heute. Viel Spaß euch!